Also, das sind Jojos Solo-Sessions. Krass. Flummi, wie magst du dein Steak? Blutig. Ah, okay, sehr gut. Das So, war Intro vorhersehbar, glaube vorbei. ich. Na klar, war das vorhersehbar. Ja. Gibt hier nichts zusammenzufassen in Billys Solo-Sessions und überhaupt und das ist alles. Nee, das machen wir nicht. Das passt so. Das ist genau so richtig. Und in Billys Solo-Sessions sind ja eigentlich schon alle wichtigen Vorsachen klar geworden, nämlich, also Billy ist ja vollkommen langweilig und sinnlos. Die wichtigen Sachen waren ja Jojos auf dem Goa-Festival und, ach, das wurde gar nicht klar. Also Jojo war auf dem Goa-Festival jetzt ein paar Tage Ist und noch. ist immer Die noch war auch das. jetzt erst quasi anderthalb Tage da. Dazu kommen wir gleich. Und in der Zeit haben also die Falcons schon mal so ein bisschen vorgelegt und haben vielleicht ein kleines Bordell zerlegt und vielleicht haben die Fleischer sich ein bisschen gegenseitig massakriert. Und ach genau, das hätte ich jetzt fast vergessen. Es war also so, dass ich mit Flummi vielleicht eine ganz kurze Solo-Session hatte bei dem Goa-Festival, einfach weil ich ihr was Schönes gönnen wollte, bevor jetzt also hier Solo-Sessions sind. Das haben wir natürlich nicht aufgenommen, das ist auch total sinnlos, das ist einfach nur dummes Gelaber und halt, ne, kennst du ja, die zieht sich dazu und dann geht's los. Und da war es aber vielleicht so, dass es passiert sein könnte mit sehr vielen Konjunktiven, dass jemand, nämlich irgend so eine Ahle, sie nach den Daten gefragt hat, vorher schon, also in einer anderen Stadt auch, wegen hier der Sache im Wald mit hier 100% Mensch und so in Geschichten. Und wie war nochmal Jojos Reaktion auf dieses Angebot, die Daten weiterzugeben? Fick dich. Ah, genau, das war irgendwas mit fick dich, ne? Und dann hat Jojo vielleicht Nein, sie auch hat noch. sogar gefragt, Ach wer ja, das denn genau. überhaupt wissen will. Und da kam die Antwort, kann ich dir leider jetzt nicht verraten. Richtig. Und woraufhin sie dann sagte, dann soll sie sich mal verpissen. Sagte sie und ging selbst weg. Na genau, und dann war sie auf dem Goa-Festival und vielleicht bekam sie noch eine Nachricht, dass wenn sie es nochmal anders überlegt, dass sie dann jetzt hier eine Nummer hat zur Verfügung. Weil die anderen nicht so nett seien. Weil die anderen, genau, und die anderen sind vor allen Dingen gemeint gewesen, Evo hat es aber auch gesagt. Richtig, Die aber Olle. geneigter Zuhörer, du hast Alex. echt nicht viel verpasst. Alex, stimmt, Alex. Alex, du hast tatsächlich nicht viel verpasst, denn das nahm ungefähr 2 Minuten in Anspruch. Es waren nur wenige Sätze und beschränkte sich auf: Hallo, wer bist du? Keine Antwort. Ja, dann kannst du dich mal fett verpissen. Ich kann immer meine Schrotflinte nachschieben. Die hatte sie nicht dabei. Ja, aber den Satz hätte ich. Egal. Das war auf jeden Fall die Sachlage. Und dann war es noch so auf dem Goa-Festival, Jojo bekommt ja ein paar Updates und Nachrichten und bla bla bla, dass es vielleicht auch noch so war, dass Humanes einmarschiert ist bei einer Gang namens Jauche Käfer, die ganz viel aus Ukrainern und so besteht und dass Humanes da richtig fett auf die Fresse gekriegt hat, was er wohl nicht dachten. Genau. Das ist das, was war. Und ich kann dir Folgendes sagen, du wirst dieses Goa-Festival absolut ohne Zwischenfälle hinter dich bringen. War schön, hat Spaß gemacht. Cool. Jolo. Und dann packst du deinen Scheiß zusammen, dann lädst du die ganze Kacke ins Auto und dann fährst du halt zurück und dann bekommst du dort die Nachricht und das ist am Ja, das weiß ich 10. nicht. Okay. Am 10.? Warte, warte, warte. 10. welcher? 8. Ha, guck mal, da sind wir ja datentechnisch fast gleich auf jetzt. Ja, aber wenn das rauskommt, nicht mehr. Das ist richtig. Also heute ist der 20.8., lieber Alex. Das heißt, ah, fast, wir sind fast, haben fast aufgeholt. Yay! Und da bekommst du also eine Nachricht. Die Nachricht lautet, und sie ist von Alex, komm rum, beeil dich und dann noch eine Ortsangabe in Schaufgenau. Ein bisschen weiter weg vom Gang-Treffpunkt. Gut, da sie nicht weiß, was da los ist, wird die Knarre durchgeladen und dann fährt sie hin. Als ob du mit nicht durchgeladener Knarre irgendwo hingehen würdest. Ja, aber man guckt jetzt speziell nochmal nach. Okay. Ah Man ja, guckt das jetzt speziell nochmal nach. finde ich auch schön, so auf einem Goa-Festival, wo die ganzen Leute relativ friedlich sind und zum Teil auch diese Philosophien auch haben, weißt du, indisch, buddhistisch, irgendwas, ganz viel mit Pazifismus-Scheiße und dann fährt sie erstmal hin und hat ihre Schrotflinte dabei. Die hatte sie im Auto und das auch nur, weil man ihr nahegelegt hat, erstmal aus der Stadt zu verschwinden. Willst du, dass es wieder auf mich ab? Dingsen oder Ja. was? Verstehe ich. Ja, das tue ich ja auch zu Recht. Du hast noch keine Ahnung. Weißt du, warum ich heute im TS Spiegel heiße? Ich weiß Weil nicht genau, ich. ob ich es wissen will.
weil ich von dir heute noch hören werde, du Arsch. Und ich hasse dich. So, also, du fährst zurück und das dauert ein paar Stunden und bla bla bla. Sie beeilt sich. Sie beeilt sich. Und oh, dann wird sie noch eine Nachricht schicken und nachfragen, ob er weiß, ob die Grenzen okay sind oder ob sie einen anderen Weg nehmen sollte. Ja, er gibt dir einen anderen Weg. Gut, dann nimmt sie den. Mhm, und dann noch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, bla bla bla. Oh, dann kommst du. Aber wahrscheinlich an. Summa summarum weniger, weil sie bei der Grenze wahrscheinlich ewig aufgehalten werden würde. Ach, das meinst du? Ja, das auf jeden Fall. Aber, ne? Ja, deswegen frage ich ja. Passt. Ich sage einfach, passt. Ich wickle das einfach schön ab. Und du kommst da an und das ist auch wunderschön. Das ist halt Schorfrenau, also ist vielleicht doch nicht ganz so wunderschön. Trautesheim, Glück allein. Trautesheim, Glück allein. Oh, Swante ist da. Alleine? Erklärung, ja. Swante ist so eine Orkgängerin bei den Falcons halt und die sieht aus und das Bild kommt bestimmt noch auf WordPress, also schwarze Haare, etwas breiter, Orkin, etwas älter auch. Super hart geschminkt, aber das will Flumi nicht hören. Das ist doch so. Achso, okay, Mist. Jut, die ist da auf jeden Fall. Jojo ist etwas irritiert, weil sie damit gerechnet hat, dass jetzt hier gerade Probleme sind. Dementsprechend guckt sie etwas irritiert, ehe sie irgendwie mit der Knarre in der Hand aussteigt. Was willst du denn damit? Steck mal weg jetzt. Okay, ich habe nur gehört, dass ich vorbeikommen soll und wusste nicht, was hier los ist. Hm, Sässchen. Jojo zieht die Augenbrauen etwas zusammen, hat die Knarre quasi auf den Fahrersitz geschmissen, guckt sie jetzt einfach nur an. Sie drückt dir eine Pulle Wodka in die Hand. Nicht voll. Was? Hau da erstmal rein. Was? Du sollst erst trinken. Sie trinkt einen Schluck. Ich hab gesagt, trinken, nicht kosten. Was ist los? Wir müssen hier gleich noch ein paar Schlucke brauchen. Also, Ilja hat's erwischt bei der Bordellsache. Mitrofan ist im Knast wegen der Bordellsache. Und gestern Nacht hat's Ketchup und Max erwischt. Du solltest jetzt besser gehen. Mm-mm. Anweisung von Alex. Der wollte eigentlich selbst vorbeikommen, aber der muss Zurückhaltungsschläge verteilen. Viele. Geh. Nein. Achso, ja, jetzt habe ich es gelesen. Mach selber. Du hast vollkommen freie Hand. Oh, sehr schön. Also, außer du willst sie umbringen, das wäre vielleicht nicht. Also, nein, also ich will sie nicht. Halb volle Hand. Nee, ich will sie nicht umbringen. Keine Sorge. Das ist, das Jojo hat gerade absolut keine Kontrolle mehr über das, was passiert. Das sei dahingesagt. Es knackt unter ihren Füßen. Der Beton der Straße kriegt gerade leichte Risse. Leichte. Und gleichzeitig ist ein Geräusch zu hören, das dem, liebster Alex, hast du mal Eis knacken gehört, wenn du auf einem zugefrorenen See spazieren gehst und dir dann denkst, ich sollte so schnell wie möglich von diesem See herunter? Der Spielleiter weiß bestimmt, was ich meine. Die White Russians befürworten keinen Pseudo-Selbstmord und gefährliche Sachen auf zugefrorenen Seen. Die Flasche zerspringt in ihren Händen. Der Jute Schnapsmensch! Ja. Ach so. Kommst nicht weiter, sagst du. Ja. Na, so und... halb, aber ich weiß nicht genau, was jetzt angemessen ist. Da hast du besseren. Ja, du hast so nur Schiss, hast du, weil ich schon einen deiner Lieblingsbros gekillt habe. Also, der ganze Scheiß in der Umgebung, Müll, Brocken, Scherben jetzt von der Flasche, irgendwelche Sachen, die aus dem Auto rausgeflattert kommen, die unter 1 Kilogramm wiegen, fliegen wirbelsturmmäßig um dich rum. So. Ach genau, weißt du, warum der Wirbelsturm da ist? Na? Übrigens ist deine Musik ganz schön laut, weil deine Lieblings Astralcousine, also diese super nette Kopfbring-Kollegin, um dich rumspringt, und zwar im Hopserlauf. Ich hasse die Spielleiter. Spiegel, ha, 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 safe.
Ja, Svante bringt sich ein paar Schritte in Deckung. Natürlich. Und ja, da fliegt ganz schön viel Zeug durch die Gegend. Übrigens ist das normalerweise so, dass bei einem spezifischen Zauber, den es da gibt und so bla bla bla, dass du da nicht verletzt wirst. Das ist hier nicht der Fall. Hier fliegen einfach mal so ein paar Glasscherben um Überall die hin. Ohren und streifen dich und so irgendwie, weiß ich nicht, was gibt's denn Schweres? Deine Ach, da fällt mir mal so Festivalschuhe gerade was klatschen ein. dir ins Gesicht. Schön. Naja, gut, das sind leichte Schuhe, das ist nicht so schlimm, aber. Leichte Schuhe voller Festivalpisse. Das ist Es war Säureschaden, Junge. trocken. Es war trocken, aber Festivalpisse, du läufst doch durch Pisse auf dem Festival, was ist denn mit dir los? Kommt drauf an, wie trocken es ist. Egal. Ja. Das wird nach, was sagen wir, 5 Minuten? 5 Minuten sagst du, oder? Nach So fünf lange, wie Minuten du ist der meinst, was Spuk vorbei. angemessen ist. Ja, aber es ist doch mir deine Emotion. Ich Was weiß auch ist nicht, nochmal wie. mein Entzug? Ja, das, wie gesagt, sie hat null Kontrolle über das, was da passiert. Tja, wenn man so eine Vierer-Loyalitäts-Connection verliert, hallo, Düs, dann kann er schon mal, sehe ich ein, sehe ich ein. Das war ihr bester Freund, den du da gerade umgebracht hast. Entschuldige bitte, es ist Krieg? Ich gucke jetzt deinen Zug nach. Jo. Das war Willenskraft und Intuition, ne? Ja. Ist deine Tradition? Ja, Intuition. Moment, ist es nicht immer 8? Stimmt. So, Poltergeist hat. Okay, ist ja langweilig. Ach nee, richtig viel Bockzauber waren mit irgendwie 3K immer, ne? Ja, 3K dann Mindestentzug. kriegst du einfach nur die 3K, der Rest ist Pillepalle. Entzug, 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 Entzug. Immer wenn dich deine Lieblings-Astral-Cousine, und ich finde das einen schönen Namen für die Alte, streift, dann brennt deine Haut, wie als hättest du auf eine Herdplatte gelegt. Das macht sie nicht absichtlich, aber es kommt halt vor. Übrigens, das macht total viel Spaß, Ja, ja, finde Flummi. ich. Spiegel. Also, der ganze Scheiß fällt irgendwann abrupt zu Boden und ich nehme an, du auch. Das ist gut möglich. Sie rappelt sich dann irgendwann wieder auf, sobald sie dazu in der Lage ist. Svante holt einen Flachmann aus ihrer Tasche. Reicht ihn dir. Jo. Jojo nimmt ein paar tiefe Schlucke aus diesem Flachmann. Ich kenne die ganze Scheiße nicht. Ich war Alex und so. War das alles? Kann sein, keine Ahnung. Okay, pass auf. Du kommst mit auf die Fahrt, bis er absteigt. Ach ja, das ist Gang Terms für seine Pseudobestattung da, ne? Wenn du musst da weg, wenn so eine Scheiße nochmal kommt. Was ist passiert? Auf dem Weg, lass die scheiß Karre hier stehen. Kommst mit auf mein Motorrad. Outgame, übrigens, eigentlich, wenn irgendjemand abgekratzt ist, warst du nicht bei der Fahrt bis zum Absteigen dabei. Das geht leider eigentlich nicht. Sie packt ihren Helm auf den Kupp. Jo. Und Comlink passt, fährt los und du kriegst dann halt einen Anruf von ihr. Blablabla. Und genau. Dann geht's los. Was genau gelaufen ist, keine Ahnung. Es war irgendein dreckiger Wichser, Squatter-Verkleidung kam an. Wir saßen gerade rum. Und hat da so einen riesigen Topf mit Zeus-Scheiße gehabt. Fraß da. Ne? Hat das in sich reingestopft. Sah so aus, würde er stolpern, hat die ganze Kacke über Ketchups Motorrad gekippt. Also ist er hin und hat den richtig vermöbelt. Dann hat er sein Motorrad angefasst und ist umgekippt. Dann kam Max und hat ihn natürlich irgendwie versucht wachzurütteln, was weiß ich, und dann ist Max umgekippt. In dem scheiß Säufraßbehälter waren Skorpionstachel. Und du musst Alex jetzt einen riesen Gefallen tun. Und zwar. Du kannst auf gar keinen Fall
Die Anna, er verprügelt gerade einen Haufen Leute, damit die nicht hoch zu den Spikes fahren, aber das geht nicht. Okay? Hm. Die Worry hockt da oben rum. Die unangenehme Worry. Weil die Pisser wissen, okay, dass wir kommen würden. Und wir würden auf jeden Fall abkratzen. Mhm. Achso, ihr kommt dann irgendwann. Passt schon, ich fahr nicht hin. Darum geht's überhaupt nicht. Außerdem lüg mich nicht an. Du sitzt auf meinem scheiß Motorrad, da lügst du mich nicht an. Wissen alle, dass du hinfährst. Was für einen Gefallen soll ich Alex dann tun? Wenn du merkst, dass jemand hinfährt, sagst du ihm Bescheid. Also von uns. Mhm. Wenn du was mitkriegst, sagst du Bescheid. Die müssen, die können, das geht nicht. Jo. Genug Leute abgekratzt hier. Das passt total gut zur Stimmung! Ich hasse dich. Spiegel. das ist so super. Also du kommst an. Die Straße ist eigentlich relativ belebt für Joffrino, weil dort, also es ist ein bisschen weiter im Norden. Da sind halt eigentlich immer mal so ein Haufen. Du weißt, was ich meine. Das ist halt eigentlich belebt. So. Die Straße ist natürlich jetzt wie leerjefähig. Da stehen nur ein Haufen Falcons und da sind zwei Leichen auf ihre Motorräder gepackt und da kippt gerade jemand ordentlich Sprit drüber. Mit Sprit ist hier ausnahmsweise nicht Schnaps gemeint. Das ist schon klar. Obwohl, wenn also Strom 80 oder natürlich gehen. Und viel zu teuer. Ja, selbst destilliert. Was denkst du, was gut. Du in dem Flachmann getrunken hast? Aus der Badewanne abgezapft, vorher nochmal reingestiegen. Das gute Zeug. Orkschweiß soll ja sehr betörend sein, quasi. Pheromone. Daher kommen diese komischen Implantate her. Also, du bist da. Da wird abgestiegen und da wirst du einfach mal mit in diesen Halbkreis gezerrt. Du kriegst keine doofen Blicke, weil das halt wirklich eher so eine Geschichte ist, die man nicht mit Außenstehenden macht. Dann kriege ich jetzt keine blöden Blicke oder kriege blöde Blicke? Du kriegst keine, obwohl das wäre die richtige Konstruktion okay, gewesen. Okay, dann habe ich verstanden, was du sagen wolltest. Voll die Ehre und so, du kannst dir wie dein bester Freund jetzt nochmal in den Tod hier also in den, ne? Schön. Oh. Ach ja, Vlad ist immer noch nicht da, ist ja klar. Und dann werden die Motorräder angelassen, dann werden die losgeschickt, wobei an einem ein Beiwagen hängt, weil das offenbar nicht alleine sonst ne, schnell irgendwie fahren könnte, ohne umzukippen. Und bevor die halt richtig losdüsen, wird das ganze Zeug angezündet, wobei sie, und darauf muss ich bestehen, kein Streichholz dazu nehmen. Nicht nur, weil das irgendwie unshadowrunnig wirkt, sondern weil ein Streichholz, wenn du es wirfst, ausgeht. Sondern ein Benzinfeuerzeug. Und dann fahren da einfach zwei. Das hat auch mehr Stil, sagst du. Das finde ich schön. Also ein Spritfeuerzeug wird da drauf geworfen und dann fahren da zwei lichterloh brennende Leichen. Ich sage nicht in den Sonnenuntergang, dafür ist es noch ein bisschen zeitig. Aber volle Kanne die Straße lang, bis sie irgendwann an einem Haus zerschellen werden. Das ist der gute alte Gangway of Death. Die anderen werden der ganzen Sache noch ein bisschen hinterher gucken. Alex wird sich neben dir stellen und dich so halb an der Schulter, halt am Hals packen auf diese gute, alte, kontrollbeschützende irgendwas Art. Du weißt, was ich meine? Und dann werden die sich einfach zerstreuen und dann packt jeder seine Flasche aus und die werden sich richtig hart zulöten, die Jungs und Mädels. Gut. Achso, und the stage is yours. Viel macht sie nicht. Sie setzt sich jetzt irgendwo hin. Sie hat ein bisschen Mühe, sich zusammenzureißen. Damit sowas nicht nochmal passiert. Aber entgegen ihrer sonstigen Verhaltensweisen labert sie jetzt niemand zu. Und hat auch keinerlei Interesse daran. Gut. Alex wird dich dann irgendwann an der Schulter mit zu sich hochnehmen. Sie geht mit. Krasse Scheiße. Er wird sie vergewaltigen. Er stirbt. Ach, schön. War eine prompte und gute Reaktion. Nein! Ausnahmsweise heute mal nicht. Er stirbt heute ausnahmsweise mal nicht.
Ach so, ja, na, der ist der nächste, weißt du doch. Ja. Also die Halbwertszeit Cool. ist doch längst überschritten von deinen ganzen Connections. Ach, schön. Keine Angst, ich nehme nur die Vierer, also die, die wirklich was bedeuten könnten. Ja, quasi ihre guten Connections. Hier. Die wenigen, die sie hat. Oh, was, Oh, ich liebe also? dich. Ich weiß. Ja. Das ist nicht der Ton, den Alex von sich gibt. Nein. Das wäre ein bisschen lustig. Das wär, ja, total passend und so. Nee, der packt ja natürlich auch erstmal eine Flasche Bier vor die Nase, dann macht er die auf und dann macht er sich eine Gut. Flasche Bier auf. Gut. Sie trinkt. Weiß aber nicht genau, was er jetzt von ihr will. Ist ja eigentlich auch egal. Wie kommst du klar? Ich komme klar. Kauf ich dir nicht ab. Was willst du denn jetzt hören? Na, wie du klarkommst. Keine Ahnung. Woher soll ich das denn wissen? Die ganzen dreckigen Pisser hatten heute alle viel zu viel Schiss, dass sie von mir auf die Fresse kriegen. Also will ich, dass du irgendwie, ich will, dass irgendjemand redet. Also mach irgendwie Small auf, da ist mir egal, irgendwas. Na Mann, es passiert jetzt erstmal nichts wegen der Sache. Scheiße, ich hätte nicht sagen sollen, dass du reden sollst. Was soll denn passieren? Er will hochfahren und uns abknallen lassen? Habe ich nicht gesagt. Das wäre dumm. Was soll passieren? Was soll Das habe sogar passieren? ich begriffen. Was soll denn die Scheiße? Sogar du. Weil ich keine Ahnung habe, was da oben abgeht, verdammt nochmal. Ich habe nur die drei Worte, die Svante vorhin erzählt hat. Sag's mir, was soll passieren? Ich hab keine Ahnung. Gut. Der Scheißkrieg tobt im Westen und ich hab Mühen, bei uns rauszuhalten. Ich musste irgendwelche Kinder mit irgendwelchen verrosteten Knarren vor Wallis Kackpuff stellen. Und ich muss diese ganzen Vollidioten noch abhalten, ihre Motorräder zu besteigen und da hochzufahren. Also sag mir, was passieren muss. Es muss, natürlich muss irgendwas passieren. Gut. Was? Weiß ich noch nicht. Gucken. Du willst es klären. Ich weiß es noch nicht, vielleicht. Soll ich dich auf ein scheiß Motorrad setzen? Was soll das denn jetzt heißen? Willst du warten, bis Vlad zurückkommt, bevor er dich selber anzünden kann, oder wie soll das laufen? Ich weiß es noch nicht. Wenn du da hochfährst, wenn du dich da irgendwie blicken lässt, weißt du, was dann hier los ist? Ich habe nicht vor, mich jetzt ins Auto zu setzen und da hochzufahren. Du hast nicht vor, da jetzt hochzufahren. Das ist aber auch morgen noch nicht zu Ende. Ich werde auch nicht morgen da hochfahren. Wenn du auf dem Weg dahin gesehen wirst, werden hier die Brüder und Schwestern Folgendes sagen. Alex ist zu schwach, die Kacke in die Hand zu nehmen und jetzt schickt er seine kleine Tochter. Oder sie werden sagen, Alex ist zu schwach, das in die Hand zu nehmen. Aber sie fährt, also fahren wir auch. Dich kannst du mir nicht leisten, das Vertrauen jetzt noch mehr zu beschädigen. Du kannst da Verdammt! nicht hoch. Das ist der falsche Augenblick, um dir einen Schwanz wachsen zu lassen. Glaubst du allen Ernstes, ich bin so blöd, fahr da jetzt hoch und fang an, irgendwelche Leute zusammenzuschießen oder was? Das hat nichts mit Blödsinn zu tun. Du willst ihnen allen die scheiß Augen ausstechen, wie jeder andere ja auch. Und ich habe genug zu tun, die und mich im Griff zu halten. Also frage ich dich jetzt einfach, muss ich mir bei dir auch Sorgen machen? Nein. Und das ist dein scheiß Ernst. Aber ein paar Infos einzuholen ist okay, ja? Wir kriegen unsere Infos von jemand anderem. Von jemandem, bei dem es nicht auffällt. Und denk nicht an den scheiß Sonntags. Oh, der ist Geschichte. Heißt, du willst jetzt von mir hören, dass ich die Füße stillhalte, ja? Nee.
Sondern? Ich will wissen, ob ich mir Sorgen machen muss, dass du da hochfährst. Nein. Okay. Und was machen wir jetzt? Wir brauchen einen Haufen Frischlinge, eine Einführung. Wie hält man eine Knarre? Wie knallt man jemanden damit vor ins Gesicht? Brauchen einen Haufen Waffenüberprüfung. So eine Scheiße. Gut. Wo habt ihr die Dinger? Egos Bude Keller. Gut. Hast du den Scheiß dazu noch hier oder muss ich den holen gehen? Outgeben, was? Na, um die Knarren zu Ich hab passen. Kein Wort verstanden, deswegen. Sie sagte, hast du den Scheiß dazu noch hier oder muss ich was holen? Ist alles da. Bei Blatt in der Bude hier gleich drüben. Gut. Sie steht auf und geht raus. Gut, wenn du die Tür hinter dir schließt, hörst du noch, wie er vielleicht ein bisschen den Tisch umschubbt. Sie geht die Sachen holen. Nee. Ich möchte gern das umformuliert haben. Wo geht sie dazu hin? Ja, ich weiß schon. Nee, ich hab... Wo geht sie dazu hin? Zu Ketchups Bude. Es macht einfach solchen Spaß, drauf rumzureiten. Oh. Ich bete dafür, dass ihr jetzt niemand blöd kommt. Sagen wir es mal so, sämtliche, nennen wir es mal Anwohner, sind entweder schwer, na nicht schwer, aber sind entweder bewaffnet und jetzt auch auf der Hut auf Anweisung oder gehen jedem aus dem Weg, der irgendwie näher mit den Leuten zu tun haben, hat, die heute richtig scheiße drauf sind. Gut. Wenn du kommst, wechseln die Leute die Straßenseite. Gut. Also ich hätte jetzt schon erwartet, dass was kommt wie, was machst du denn? Hast du etwa Angst vor mir? Bist du etwa Stress mit mir? Guckst du mich wenigstens an, wenn ich mit dir rede? Was? Guckst du mich an, wenn ich mit dir rede? Oh. Also ich muss dazu sagen, der eine Typ, der hat schon einen ganz schönen vorwitzigen Blick drauf, muss ich sagen. Da kommt von ihr allenfalls ein Guck mich nicht so dämlich an. Jetzt guckt er ganz schön vorwitzig zu Boden. Er hat dir gerade einen Stinkefinger gezeigt. Nee, dort hat er nicht. Aber es hätte sein können. Glück für ihn. Ach, schön. Ich meine, für dich ist jetzt jeder ein Arsch, von daher... Jus, sie geht zu diesem Haus. Sie geht nach oben in die Wohnung. Zu der Wohnung von deinem toten besten Freund, der ja gegenüber gewohnt hat, von dem zweitbesten Kumpel von ihm, der tot ist. Egal. Und da sind die Geräusche aus seiner Bude zu hören. Ist die Tür offen? Sie ist nicht verschlossen rangedrückt. Reißt jetzt die Tür auf. Awesome. Also, eine sich schnell mit seiner Bettdecke bedeckende junge Frau. Mit junge Frau meine ich, die ist bestimmt so 14. Und ihr ungefähr 17 bis 20 Jahre alter Stecher. Der guckt jetzt aber tatsächlich fast ein bisschen vorwitzig. Hab ich erwähnt, dass sie eine Knarre in der Hand hat? Warum hat sie eine Knarre in der Hand? Weil sie in einem Gebiet ist, in dem es oft besser ist, eine Knarre mitzunehmen. Ach so, sie zieht keine... sie jetzt, meinst du? Ja. Okay, naja, klar, Geräusche hast du eine scheiß hört. Knarre in der Hand. Naja, die, also die guckt nicht mal nach ihrem Schlüpper, sondern die mit Bettdecke, denn in Filmen rennen die immer mit Bettdecke weg, das ist nämlich so fürchterlich gut zum Rennen, würde die schon gern in eine Ecke verschwinden. Zur Tür raus kann sie ja nicht, da stehst du ja. Was soll diese verfickte Scheiße hier? Mach mal ganz ruhig. So. Ich hab gefragt, was diese verfickte Scheiße hier soll! Hey, Mama, steck mal die Scheiße weg, ist alles cool, wir gehen ja jetzt schon, alles klar, komm, wir gehen hier nebenan, ist alles okay. Hat er gerade gesagt, der geht mal nebenan? Das könnte sein. Achso, Jegors Räumlichkeiten haben natürlich ein Nebenan, falls das auch eine deiner Deutungen ist. Achso, die wollen nur ins andere Zimmer. Naja, also es gibt Nebenan bei Jegor und es gibt das Nebenan von Max quasi, das ist halt ja, eine Interpretationsfrage. Ja, deswegen wollte ich wissen, was er meint. Das ist nicht ganz klar. Eins ist klar, sie hat die Sachlage begriffen und würde eigentlich im Wesentlichen gern nur ein wenig weiterleben.
Er wünscht sich ein neues Gehirn. Wenn du nicht augenblicklich aus diesem Haus verschwindest, dann ramme ich dir das Ding hier so tief in den Arsch, dass ich durch deinen Mund deine Fickschlampe abknallen kann. Raus! Oh, es ist so schön. Also sie würde sich jetzt an der Wand entlang mit einem unterwegs gegriffenen, an sich gedrückten Pullover-Dingens, nee, T-Shirt-Dingens, würde sie sich schon versuchen, an dir vorbeizudrücken, wenn du sie lässt? Jojo, reißt ihr die Klamotten weg. Hure. Ja, würde sie auch ohne Klamotten so halb in Tränen ausgebrochen versuchen, wegzugehen? Wenn sie rausfindet, Jojo. Na klar, ich meine, du stehst halt im Eingang, deswegen hat sie noch eine ganze Menge Schiss. Während er nun wieder sagt, sag mal, meinst du überhaupt, dass sie das cool finden, wenn du hier in eine Falkensbude reinkommst und irgendwie ihn auf Klamotte machst, oder wie? Hello again, Jojo, die zweite. Future Jojo. Ja, Future Jojo. Möchtest du wieder durch die Gegend fliegende Gegenstände oder ist dir was anderes lieber? Ach so, ne, ich dachte, sie knallt ihn einfach ab. Nein. So sehr im Griff hat sie sich jetzt nicht mehr. Ach so, Das war zu viel. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich fürchte sogar, es war mehr als vorhin, oder? Ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Nicht? Er hat dir gerade an den Kopf geworfen, dass du kein Gangmitglied bist in der Wohnung deines toten Freundes, wo er... Ach so, ich dachte, sie hat sich jetzt mehr im Griff als vorhin. Nee, andersrum würde ich sagen. Ja, ja. Na dann sind wir uns doch einig, dann würde ich vorschlagen... Soll er direkt in Flammen aufgehen oder... Oh bitte, Klischees. Ja, das ist zu viel, das ist richtig. Das ist zu langweilig. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach. Ich sage einfach, du gibst dir schon mal 3K und... Noch mehr. Naja. Unsere Magieregeln sind richtig cool. Unsere Magieregeln sind hart. Hart, aber unfair. Und ja. Warte. Wenn sie davon jetzt noch einen loslässt, kratzt sie ab. Nee, nicht ganz. Du hast 10k zu... Nein, sie hat 9. Achso, ja, so war das. Na ja, gut. Und dafür kannst du immerhin mit Magie 1 bewirken für die 3k, dass... Magie 2. Sie kann overcasten, mein Freund. Das tut sie gerade auch. Ja, yeah, aber trotzdem kommt da nicht sowas zustande wie das, was ich mir jetzt natürlich in der Pause total habe einfallen lassen, nämlich das. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, ist eigentlich auch gay. Egal. Ich würde vorschlagen, dass sein Blut anfängt einfach zu kochen, so ein bisschen. Das ist auch okay. Das ist okay. Die Frage ist, wenn Blut kocht, wird das dann durch die Lungenbläschen als Blutdampf aus dem Mund? Ich sage nämlich ja. Guck mal, wie als, schön die Scheiben beschlagen wären, wenn so ein bisschen du? Blutdampf. Nein, Dampf. Man muss die Dinge nur richtig kochen lassen. Komm schon, ich sage Blutdampf an der Scheibe. Aber natürlich. Na, siehste, also ich glaube, der ist relativ tot. Sie kreischt und rennt. Jojo schmeißt ihn aus dem Fenster. Geil. Sie hat sich nicht im Griff, aber wenn sie sich wieder einigermaßen im Griff hat, dann schmeißt sie seine Leiche aus dem Fenster. Ich denke mal, du guckst ihm kurz nach, wenn du ihn rausschmeißt, oder nicht? Ja. Okay, du merkst, dass, also der klatscht auf den Boden auf und direkt danach klatscht sein Astralkopf hinterher. Cool. Aber hey, du bist jetzt in Jegors Bude. Es riecht ein wenig nach Ficken. Gut. Sie braucht erstmal eine Minute, um irgendwie wieder klarzukommen. Zaubern verursacht momentan sehr große Schmerzen. Achso, im Zuge deines Erwachens könnte ich das ja mal für dich nochmal kurz klarstellen. Ja, also die beiden Sachen, die da jetzt gelaufen sind, die waren schon unangenehm, aber es ist schon auch klar, dass das halt extrem und auch irgendwie relativ wirkungsvoll und halt super extrem ist. Das ist vielleicht sonst nicht hundertprozentig so hart. Das weiß sie doch, sie hat doch schon ein bisschen rumprobiert. Sie hat vermutlich nie einen von uns benannten richtig Bockzauber losgelassen, weil sie nie richtig Bock hatte. Mhm. Na siehste. Wie gesagt, sie geht durch die Wohnung,
Da müsste auch noch irgendwo, eigentlich überall noch mal Kram von ihr rumfliegen, denke ich mal. Nur weil es dein bester Freund war, mit dem du ein paar Mal umgebumst hast, ist da ein bisschen Kram von dir? Ja. Na, weil sie oft da oder bei ihrem Bruder gepennt hat, deswegen vermutlich. Ja, das ist richtig. Aber die Sachen bei deinem Bruder kannst du erstmal da lassen. Ja, die willst du dir auch lassen. Es sei denn, du willst den jetzt auch noch umbringen. Naja, ich meine, der ist in St. Petersburg, ist eine ganz schön lange Autofahrt. Ist richtig. Nicht, dass der auf dem Motorrad einschläft. Wolltest du noch mit mir weiterspielen? Oder ist das jetzt sein. Ich bring nicht noch einen von den Supergeis um, wenn sie's vermeiden lässt, aber ich muss dich doch wenigstens ein bisschen damit aufziehen. Das weiß ich doch. Na, siehste. Sie sammelt ihren Kram zusammen. Hat er eigentlich Tapete oder hat der. Oder ist das einfach nur eine verputzte Wand? Es ist eine verputzte Wand, in die er mit viel Mühe und mit viel Vergnügen, vielleicht warst du sogar dabei, nach seinem Einzug Farbe in Ketchupflaschen gefüllt hat und die da einfach so blutspritzermäßig dran gepappt hat. Hier mal ein Alles bisschen, da mal klar. ein bisschen, blubdidub. Okay. Ja, nee, sie holt nur erstmal ihre Sachen da raus. Packt die irgendwie zusammen in den Rucksack, den sie da bestimmt findet. Na klar, findest du den. Und geht runter in den Keller. Alles klar, dort steht stehen zwei Reisetaschen mit Kanönen. Gut. Ich nehme an, du guckst rein, ne? Ja, klar. Also diese Geräte brauchen auf jeden Fall dringend Wartung. Alles klar. Dann bringt sie die Dinger jetzt zu Alex. Gut. Dein Wagen wurde inzwischen dort in der Nähe geparkt. Die sind, also ich meine, die sind lernfähig. Das heißt, sie haben alle Motorräder in der unmittelbaren Umgebung dahingestellt, dann haben sie da einen Zaun hingepackt und da passen ein paar auf, die sich heute nicht hemmungslos besaufen dürfen, dass da vielleicht nicht irgendwas an den Motorrädern gemacht wird. Gut, dann bemüht sie sich jetzt, das irgendwo hinzuschaffen, vermutlich wieder zu Alex. Na, die Geräte sind ja bei Vlad, also die seine Werkzeuge da, ne? Ach so, ja gut, dann bringt sie den Scheiß zu Vlad. Gut. Also ich meine, das ist jetzt nicht mal zwingend, um dich noch mehr in das tiefste Dings zu stürzen, sondern also es ist höchstwahrscheinlich, da das beste Buddies waren, dass du zum Beispiel noch seine Mütze rumliegt und so, ne? Naja, ist schon klar. Ketchup-Dose, ja, Ketchup gibt's in Dosen, sowas halt. Ich weiß. Gut. Sie packt das nicht an. Will sie vielleicht einen kleinen Shrine bauen? Nee. Sie kippt die Knarren irgendwo auf dem Boden aus, holt sich das Werkzeug dazu und fängt an, die Knarren zu warten. Du kippst Knarren auf den Boden aus, wenn da jetzt ein Schmiss drin ist, Junge, dann verprügelt dich Alex aber. Junge, 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 nicht, dass da irgendwie so ketchupmäßige Male auf deinem Körper entstehen, das geht doch nicht. Das befindet sich dann in guter Gesellschaft von vielen anderen, die sie jetzt schon hat. Touché. Jo, du machst sie knarren. Alles safe. Das dauert halt ein bisschen, ne? Ja, klar. Das wird sie hoffentlich ein paar Stunden beschäftigen. Es sind übermäßig viele für das, was sonst so, ne, da ist an Zeug, was die halt haben. Es sind hauptsächlich Pistolen. Die sind halt relativ wartungsbedürftig. Viele sind sehr alt, viele sind sehr verschlissen. Du hast ordentlich zu tun. Ja, das ist gut. Du merkst außerdem, dass von deinem letzten Zauber ein paar Hämatome übrig geblieben sind, die sich halt da langsam immer mehr bilden. Und also am Knie ist es natürlich jetzt relativ unangenehm, schon wegen der Bewegung. Tja, hättest du erste Hilfe, könntest du es wenigstens punktieren, aber so, oh nee, doch. Naja, wir müssen dem Ganzen ja auch Zeit geben, richtig voll zu bluten, das Blut gerinnen zu lassen, damit es so richtig schon unangenehm ist. Ich glaube, im Körper gerinnt das nicht so besonders gut, zu wenig Sauerstoff. Ich meine, du hast da auch schon mal irgendwie Knie kaputt, Junge. Du weißt es doch. Ja, ist richtig. Also, Alex, du hast dir da auch schon mal das Knie punktiert, oder? Macht man doch so im Leben. Gut. Das Mädel hat jetzt die Mucke laut und macht ihren Kram. Gut. Dauert halt. Ja, die will Du sowieso hast dir nicht hier erstmal so schlafen. ein. Ja, das ist mir. Das wird dir auf jeden Fall nicht gelingen nach einem Festival.
Ich weiß. Denn auch wenn du dich zurückgehalten hast mit Ansage, ist es halt so, dass es ja schon ganz schön anstrengend war. Also du wirst irgendwann einfach nicht mehr können. Gut, dann geht's unter die Dusche, trinkt einen starken Kaffee und versucht's dann noch eine halbe Stunde und stellt dann fest, dass es nicht geht. Denkt sich, oh, ich setze mich mal ganz kurz aufs Sofa und wird wahrscheinlich auf dem Sofa einpennen. Wenn ich heute nicht meinen sadistischen Tag hätte, würde ich sagen, ja. Allerdings, du, nach 20 Minuten wirkt der Kaffee erst. Das heißt, du bist dann super fertig und kannst nicht mehr arbeiten, aber du schläfst nicht sofort ein. Das ist das Beste. Immerhin schläft sie nicht. Wie sie es wollt. Ach, ich erinnere mich. Gut. Du wirst halt irgendwann doch, wirst irgendwann einschlafen, hast du gesagt, ne? Ich meine, Kaffee wirkt ja auch nicht so lange. Irgendwann wahrscheinlich schon, ja. Gut. Hier, du kannst jetzt erstmal, ne? Hä? Naja, ich lass dich jetzt einfach machen. Ja, sie wacht irgendwann vermutlich auf. Sie erwacht, haha. Und? Als den habe ich schon am Montag gebracht, das ist 2 Tage her. Weiß. Ich hab's gehört. Ach so. Sie packt die Knarren zusammen, die sie schon fertig hat, und bringt die rüber zu Alex. Der gute Mann ist gerade dabei, mit irgendwelchen Leuten irgendwelche Sachen wegen Fleischer zerlegen zu koordinieren. 2 von den Typen sind auf jeden Fall überhaupt ja keine Gänger, sondern könnten tattoo-mäßig wohl eher Wohr sein. Der angenehmen Sorte. Ja, schon klar. Dann, wenn sie bemerkt, dass er da irgendwie beschäftigt ist, dann stellt sie die Sachen nur am Flur ab und geht wieder. Gut. Das hat sie schon sehr früh gelernt, dass sie sich da nicht einzumischen hat und da auch nicht zu stören hat. Gute Frau. Ja. Sie ist doch gut erzogen. Die altbewährte Handkantenerziehung. Also wenn du das ganz kurz abstellst und so, ne, dann ist es schon auch so, dass man bemerkt, Alex sieht aus wie ein Typ, der gerade der Anführer sein muss, auf den er gerade überhaupt keinen Bock hat. Er sieht einfach super alt und müde und fertig und keinen Bock mehr aus. Und man sieht ganz kurz, dass er sich vielleicht bei einer Bemerkung eines Wurfs kurz zurückhält, damit er nicht so aus Angewohnheit dem eine über den Hinterkopf hebt. Das scheint ihm auch nicht ganz einfach leicht gefallen zu sein. Aber die bemerken auch überhaupt nicht, dass du da warst. Also. Das ist gut. Dann macht sie damit weiter, ist irgendwann vermutlich zur Gänze fertig, bringt den Rest auch zu Alex, guckt mal, ob er da noch beschäftigt ist oder nicht mehr. Er ist dann nicht mehr da. Gut. Was dazu führt, dass sie wieder rausgeht, humpelt, wie auch immer. Ich habe gehört, mit dem Gehen läuft es im Moment nicht so gut. Haha. Mumu. Aha, Mumu, genau. Und hat sie die Bude von Jaguar eigentlich wieder abgeschlossen? Wenn du willst. Na, ansonsten wäre sie jetzt hingegangen und hätte das erledigt. Ja, klar. Gut. Kannst du zwischendurch mal gemacht haben, das ist okay. Okay. Wird irgendwo hinfahren, wo sie sich... Ich würde jetzt sagen, sie geht Skateboard fahren, das kann sie aber jetzt gerade nicht, fällt mir auf. So ein Scheiß. Du meinst, weil? Du sie gerade zum, weil du sie am vorherigen Tag zum Krüppel gezaubert hast. Also soweit ich weiß, hast du gezaubert. Ja, aber nicht absichtlich. Also, ja, aber es war noch deine Tradition, wo du sagtest, sie hat öfter mal keine Kontrolle, wenn sie nicht zurechtkommt. Ja, du kannst nicht Skateboard fahren, auf gar keinen Fall. Das ist sehr ärgerlich. Das wird noch 2 Tage dauern, bis das geht. Das vermute ich. Dummerweise ist das Mädel gerade trotzig und wird es trotzdem probieren. Lass mich das kurz illustrieren. Ah, shit! Aua, aua, aua. Manu. Danke. Das habe ich gebraucht. Gern geschehen. Anni, warte, es geht noch viel besser und noch viel einfacher. Also du versuchst Skateboard zu fahren. Und sie wird es natürlich weiter probieren oder so lange, bis sie einfach ihr Knie überhaupt nicht mehr weiter bewegen kann, nehme ich an. Bis es steif ist. Vermutlich. Glückwunsch, ja. Du hast dich zum Krüppel geskateboardet. Ja. Irgendwann hat sie dann festgestellt, dass es eine echt beschissene Idee war, nämlich dann, wenn sie an dem Punkt angelangt ist, den du gerade gesagt hast, und sieht es eigentlich nicht ein, dass das jetzt so zu sein hat. Denn irgendwas hat jetzt gefälligst so zu laufen, wie sie das will.
Also fliegt der Skateboard durch die Gegend, sagst du? Ja. Schön. Dann muss ich sie erstmal wieder aufsammeln gehen. Schön hinhumpeln. Na, sie kann ja zum Glück nicht so weit werfen. Gut, dass du dir Stärke 2 gegeben hast. Richtig. An alles gedacht. Na klar, extra für dies. Ich wusste, dass dieser Punkt irgendwann kommen wird, weil ich dich kenne. Du weißt, dass ich NSC-Schlachte, wenn ihre Zeit gekommen ist? Ja, das weiß ich. Und dann wird sie sich irgendwo auf einer Treppenstufe setzen, weil Sitzen gerade eine echt gute Idee ist. Und wird genau die Leute anrufen, mit denen sie sich vor längerer Zeit schon mal in Verbindung gesetzt hat, zwecks Informationen über die Spikes. Denn so ganz artig ist sie ja dann doch nicht. Das war überhaupt, also das war in keinster Weise abzusehen. Nee, überhaupt gar nicht. Das hat Alex wahrscheinlich auch nicht geahnt. Wobei, nee, der wusste nicht, dass sie das schon mal nachgefragt hat. Okay, der hat auch keine Ahnung, wen sie so alles kennt. Das ist unheimlich praktisch. Deswegen, lieber Alex, wenn du Kind hast, du solltest dich immer informieren, mit wem deine Kinder rumhängen, nicht dass sie und so weiter. Also, ich sag dir ganz genau, was passiert und das würde dich in höchstem Maße erfreuen. Wir nehmen an, du kennst in dem entsprechenden Gebiet oder in dem Gebiet, wo halt die zumindest Ahnung haben könnten... Ein bis zwei Leute mindestens. Ein bis zwei Leute. Wir sagen mal sieben, weil ich die Zahl gerade schon genannt habe und nicht so tun will, als wäre das konsistent. Also sieben. Bei zweien von denen wird niemand rangehen. Auch bei mehrmaligen Versuchen nicht. Wenn du dir sagst, die nächsten Tage, sage ich dir immer noch nicht. Bei... Wichser. gern geschehen. Drei Leute wirken... Die werden auch sterben. Sehr gut. Drei Leute wirken extrem verängstigt und meinen, sie wollen jetzt nicht mit dir reden. Und zwei Leute, das sind vielleicht die, die sterben, bei denen kommt dann irgendwann so auf die eine oder andere Weise die Frage, sag mal, hast du das mit Alex abgequatscht? Was, kennen die Alex etwa? Man kennt den Gangboss. Das sind die, die von außerhalb kommen und da eher zu tun haben. Das sind die beiden, weißt du? Die nicht direkt dort wohnen, sondern die da halt Infos haben könnten. Naja, das Ding ist, dass ich jetzt wissen muss, ob das Leute sind, die Alex kennen oder wo sie zumindest wissen, wie das jetzt alles läuft, weil es jetzt sehr sinnlos ist, von den Leuten Infos einzuholen, von denen Alex seine Infos kriegt. Ach, das meinst du? Wer weiß nur, woher Alex seine Infos kriegt? Wurdest du bei den Gangsachen immer mit einbezogen? Nein, sie wurde bei den Gangsachen nicht mit einbezogen, aber ich denke mal, dass sie weiß, woher sie die Leute kennt und dann auch normalerweise weiß, wo mit wem die so quatschen und mit wem nicht. Würfel mal bitte dein Gangwissen und irgendwas von deinen Vierer-Attributen. Willenskraft. Die Leute, wo Alex seine Infos am ehesten herkriegen würde, sonst sind die, die extrem verängstigt wirken. Die beiden, die sagen, hast du das abgequatscht, sind welche, mit die er vielleicht gar nicht kennt. Das passt schon alles. Okay. Bei dem einen wird dann sowas kommen wie, dann hol ihn doch mal kurz ran. Dann kommt von Jojo, A ist er nicht da und B bist du nicht mein verfickter Babysitter. Also was soll das Ganze jetzt? Der wird auflegen, der andere. Gut. Das geht klar, sagst du. Das passt schon. Nee, scheiße, hier ist die Kacke am Dampfen. Es gab irgendwie so ein Dingswechsel hier, Führungsscheiß. Ich weiß nicht mal genau, was der gemacht hat. Der Alte ist einfach weg. Der hängt aber jetzt nur noch da in der Bude, wo er halt immer schon wohnt, rum und schließt sich ein. Da kommt keiner ran und die anderen sind total, weiß ich nicht, in Laune Stress zu machen. Außerdem hängt der überall die Wori rum. Wo ist denn die Bude? Denkst du, ich bin bescheuert? Du hast gerade gesagt, er würde in seiner Bude rumhängen, also wo ist das? Und was machst du damit der Info? Was denkst du denn, was ich damit mache? Hallo? Glaubst du, ich bin blöd oder was? Ey, scheiße, ich sag dir das, damit du jetzt weißt, dass du dich von ihr fernhalten kannst. Ich sag dir das nicht. Alles klar. Sie liegt auf. Ich kann nicht. Piep. Also die werden alle sieben auch sterben, ne? Ja, ja. Okay. Ja, wobei nicht, wenn sie jetzt... Naja, wobei. Mal gucken. Nein, sie wird jetzt. Das eine war so ein 12-jähriges Straßenmädchen, weißt du, die versucht irgendwie gerade so nicht sich als Nutte zu verkaufen. Das war eine von den Verängstigten, die kriegt als erstes eine Kugel in den Kopf, Junge. Nee, nie Muschi, dann bleibt sie wenigstens hoffentlich am Leben und weiß schon mal, was ihr blüht in den nächsten Jahren. Oh, du bist einfach...
Schön. Ich weiß. Ich glaube, das wird sich freuen, wenn er das hört. Ja, ich glaube auch. Der wird mich wieder rauspiepsen. Keine Angst, das schneide ich. Ja, sehr schön. Gut. Dann... Piep! Entschuldigung. Was? Fick dich! Ich hab dich ausgepiept, Mann. Dann muss sie jetzt gucken, dass sie neue Informationsquellen auftut. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Was gar nicht so einfach ist. Das ist das Problem. Ich muss mal ganz kurz in deine ganzen Wissensfertigkeiten reingucken. Und ich muss mal ganz, ganz kurz überlegen, weiß sie von irgendwelchen Sachen, die da regelmäßig hinfahren? Sekunde. Ich kann doch nur eins auf einmal und das ist gut, denn ich habe jetzt gelernt, dass Multitasking schlecht ist, deswegen können das auch nur Frauen. Also, was fährt der regelmäßig hin? Der Norden von Chofrino, dort wo ja die Spikes sind, der ist ja schon, habe ich immer gesagt, irgendwann, der ist ein bisschen besser als in der Mitte so. Ja, da wohnen das die ganzen Rabutnik-Lohnsklaven, hast du gesagt. Rabutnik und Mostrans, genau. Das heißt, da wird es, da Busse? Werden viele Sachen hin. Busse, extrem. Monorail, keine Busse. Aber Monorail. Halt öffentliche auch Verkehrsmittel. Auch im Streiksgebiet oder da eher nicht so sehr? Da auf jeden Fall auch. Okay. Ja, halt was sonst so ist, wenn die Lohnsklavenkühlschränke sich selbst auffüllen, die paar, die das Geld dazu haben, die machen das dann irgendwas. Also das, was in einem einigermaßen abgefuckten Stadtteil, der noch aber funktioniert im Rahmen des Gesetzes, was da hinkommt, das kommt dahin. Reicht dir das? Erfahrungsgemäß achtet da irgendwer auf so einen Kram wie Monorail oder irgendwie sowas? Oder ist denen sowas egal? Ich verstehe nicht ganz, was du mir sagen willst. Sagen wir mal so, wenn man sich da jetzt theoretisch einfach mal in den Bus setzt, so ein bisschen, ne, bedingst oder in einen Bus oder in die Monorail setzt, fällt das auf? Würde da jemand drauf achten? Fällt das den Gängern auf oder wie auch immer? Oder achten die auf sowas überhaupt nicht? So, pass auf. Du hast. Oh. Ach nee, du hast Ortswissen auf 3. Mach mal. Junge, 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 du würfelst heute ganz schön gut. Also, ach ja, für das 3er-Folge. Jetzt hast du es gesagt. Was hab ich gesagt? Jetzt wird's scheiße werden. Ach so, nee, Scheiß abergläubisches Packkammerabzug. In jedem Fall ist es so. Es gibt nicht viele Monorail-Stationen im Spikes-Gebiet, die relevant sind und auch nicht viele, die sonst so fahren. Sagen wir 4 insgesamt. Denn so eine Monorail macht nicht an jeder Scheiß-Ecke halt. Und gerade nicht dort. Dort fällt es nicht auf, wenn du dich reinsetzt, solange du nicht in deiner üblichen Klamotte einsteigst, deine Haare auf mega bunt hast und so weiter. Gut. Hängen die auch an den Monorail-Stationen rum? Mindestens an einer. Das ist nämlich die, die gleich, weiß ich nicht, 30 Meter weg ist von der guten alten Spätschicht, wo es Soda gibt. Mit Kohlensäure. Gut. Heißt, Jojo hat ja noch einen Haufen Minikameras und auch einen Haufen kleiner Mikrofone. Und ich habe gehört, für Müll interessiert sich niemand. Sag das wenn mal der Abfallentsorgung, ja, bitte. Aber wenn sie das da dran bastelt und das einfach irgendwie aus einem fahrenden Zug schmeißt, was ja auch öfter mal passiert, dann wird das da wahrscheinlich auch eine Weile liegen bleiben, ne? Du kannst voll vergessen, dass die Fenster bei Monorails zu öffnen sind. Naja, aber wenn die Türen sich öffnen, das meine ich. Das ist durchaus möglich. Es ist aber auffällig, das ist dir klar. Wenn du irgendwas aus einer Monorail fällt, kommt drauf an, aber ne, es fällt zumindest auf, dass da was rausfällt. Ja, aber gibt's da nicht Leute, so wie jetzt bei Straßenbahnen oder U-Bahnen, die dann einfach ihre leere Dose oder irgend so einen Scheiß da rausschmeißen, weil sie gerade keinen Mülleimer haben und keinen Bock haben, das Zeug mitzunehmen? Das, natürlich, das auf jeden Fall. Ich sage dir nur, es bleibt nicht unsichtbar, wenn du irgendwas aus einem Ding schmeißt. Nö, das ist klar, aber ich gehe davon aus, dass sich dafür einfach niemand interessiert, weil es Müll ist. Gut. Idee Nummer 1. Damit wird sie sich zumindest schon mal auseinandersetzen. Oder es wird einer der Pläne sein, die sie jetzt verwirklichen wird. Idee Nummer 2. Dafür müsste sie allerdings rauskriegen, wer da in der Gegend wohnt. Das ist natürlich beschissen. Im Zuge unserer letzten Sachen, beziehungsweise weil wir da ja auch schon mal öfter unterwegs waren, kennt sie jemanden, der einfach nur bei irgendwie
ganz normal bei einer Firma arbeitet, bei Mostrans oder Rabutnik arbeitet, die normalen Bürger. Fragst du mich gerade, ob du jemanden von Rabutnik kennst? Rabutnik. Lohnsklaven. Rabutnik. Es tut mir leid. Die quatschen nicht zu mit dem Irina Pavlov, ihr Denkschlüssel. Du kennst auf jeden Fall niemanden von Rabutnik. Tut mir leid. Das ist leider richtig. Verdammt. So, Mostrans hast du gesagt. Ja. Yep. Moment, was ist eigentlich mit dem Sonntagsfahrer? Ich weiß, Alex hat gesagt, nee, der ist tot, aber nein, ist er nicht. Er hat gesagt, der ist raus. Ja, ja. Und? Er ist nützlich. Okay, sehr gut. Ich nehme an, du wirst ihn jetzt versuchen zu kontaktieren. Natürlich. Sie schreibt eine Nachricht. Eine Textnachricht? Okay, ich bin ganz Ohr. Sie fragt, hey, wie geht's dir? Hast du Zeit? Können wir reden? Wiederhol das mal bitte, ich hab grad einen Leck. Hey, wie geht's? Hast du Zeit? Können wir reden? Okay. Sie hat ja schon vor längerer Zeit mit ihm diesbezüglich mal gesprochen. Vor ein paar Monaten, wo das schon mal irgendwie komisch war, ne? Vor ein paar Monaten, das ist ein paar Wochen her. Ich glaube, das war noch bevor Billy hier Pelz und so. Und damit ist das schon ganz schön lange her, nicht? Okay. Wusste ich natürlich alles. Also, die Antwort lautet wie folgt. Leider konnten wir den entsprechenden Nutzer nicht in unserer Datenbank finden. Neuronet hilft Ihnen gern, altverschollene Kontakte wie Schulfreunde wiederzufinden. Benachrichtigen Sie doch einfach unseren Kundenservice 79 Nullien pro Minute. Nein, 0,79 Nullien pro Minute. Nüjenchen heißt das bei mir. Ach, ficken, wieso ändern die dann alle ihre Telefonnummer? Das kann doch wohl nicht sein. Pass auf. Stevan hatte eigentlich hier so ein Service-Provider-Ding, falls ihr das was sagt. Das heißt, eigentlich egal, wie oft der das Comlink wechselt, der hatte immer die gleiche Nummer durch den Provider. Ne? Mhm. Wie heute SIM-Karte in ein anderes Handy schieben. Mhm. Ja, das funktioniert offensichtlich nicht mehr. Sonst hätte sie ihn ja erreicht. Vielleicht fand er dich einfach zu nervig. Könnte sein, aber hat sie vielleicht waren ihm deine Brüste zu klein, jetzt wo ich nochmal die ersten Sessions von uns angehört habe. Das könnte ein Problem gewesen sein. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Vielleicht sollte Jojo Wiki vorschicken. Na klar. Gut. So, nach Mostrans hast du gefragt. Ja, nach Mostrans habe ich gefragt. Wenn das nicht funktioniert, dann werde ich entweder mit des Sonntagsfahrers Bruder, der mittlerweile wieder aus dem Knast raus ist, die Geschichte haben wir ja noch verfolgt, oder mit der Schwester reden. Mit der Schwester? Hast du die Nummer von denen? Ja. Aha, woher? Weil wir ewig in der Wohnung waren und da alles durchsucht haben und den ganzen Scheiß. Und die hast du dir so lange abgespeichert, sagst du? Weiß ich nicht, ob ich sie noch habe. Ich könnte gucken. Also, verstehe mich nicht falsch. Ja, okay, ist ja gut. Das Ding ist bloß, Jojo ist ja eigentlich eher so loyal. Und passt es dazu, sich irgendwelche fremden Nummern abzuspeichern? Wir machen das über deinen scheiß Zwiefaktor. Du kriegst halbes Edge. Halbes Edge, weil es nicht passt. Das ist die Frage, hat sie die Nummer mal gesehen? Du hast ein fotografisches Gedächtnis, aber willst du mir erzählen, du kannst eine, was weiß ich, achtstellige... Würfel mal dein fotografisches Gedächtnis. Ich würfel mein fotografisches Gedächtnis und gebe mir 2 Würfel Abzug dafür. Weil es sehr lange her ist und weil irgendwie, was weiß ich. Oder das hast du wirklich 4 Würfel Abzug? Nein, 2 Würfel, die Mindestwürfel sind ja nur kompliziertes Wissen, brauchst du 3 Erfolge, von daher. Hast du gerade 4 Erfolge gewürfelt? Ja. Ich würfel die mir so schlecht, mein Charakter ist so inkompetent. Also, du hast beide Nummern von den Leuten, die du vor, lass mich kurz überlegen, ich glaube 7 oder 6 Monaten mal irgendwie entfernt, was du gehört hast und dann nie wieder, obwohl so viel Scheiße dazwischen war. Na klar, hast du die irgendwo dir gemerkt? Hallo? Das würde ich auch machen, kein Ding. Das ist für mich das Normalste der Welt. Na, du bist doch der Zitatekönig. Schnappe. Ich nehme an, du wirst es erst beim Bruder versuchen, weil die Schwester, ja. Ich bin vielleicht doch nicht der Zitatekönig, denn ich habe mir den Satz, den ich gerade sagte, von wegen Neonet hilft Ihnen gern, nein, Neuronet, nicht gemerkt, aber er wird genau so auf deinem scheiß Comlink sein. Von der Schwester auch? Nein. Die Schwester. So, Uhrzeit, sagen wir mal. Ach stimmt, das war doch die, die immer von ihrem Kerl verprügelt wurde, ne? häusliche Gewalt ist nicht vor Prügeln. Oh, nee, das stimmt, aber sie hat bei Rabutnik gearbeitet. Soweit kann ich mich noch erinnern. Die haben alle bei Rabutnik gearbeitet. Stimmt. so. Deswegen konnte sie sich nicht scheiden lassen.
Das ist richtig. Also es wäre schon gegangen, es wäre bloß extrem ungünstig gewesen. Außerdem, es ist keine häusliche Gewalt, wenn, also die meisten Unfälle sind nun mal im Haushalt. Wenn die im Weg steht, wenn seine Faust durch die Gegend fliegt, kann er wohl wirklich nichts dafür. Das ist richtig, sie könnte aus dem Weg gehen, zum Not springt sie aus dem Fenster. Absolut richtig. Du rufst sie an. Und was hast du nochmal für eine Conning-Stufe 4 oder sowas, ne? So ein richtig gutes. Ja. Gut. Im Normalfall wird dir eigentlich, wenn du mit einem Rabutnik-Menschen telefonierst, von deren Software irgendwie so ein kurzes Wartedings angezeigt, bla bla bla, sie werden verbunden. Das ist hier nicht der Fall. Sie geht ran nach ein paar Mal. Ja, ja, bitte, wer ist da? Hey, hier ist eine Freundin von Stevan. Ich versuche die ganze Zeit, ihn zu erreichen, aber ich erreiche ihn nicht mehr. Was ist mit ihm los? Sind Sie einer der kleinen Schlampen? Hä? Sagen Sie meinem Bruder Folgendes, wenn Sie ihn irgendwie erreichen. Er kann sich ficken, er kriegt die Kohle nicht. Und wenn er irgendwie bei mir auftaucht, er schuldet mir sogar noch was. Und ich werde es eintreiben. Tschüss. Hallo, warten Sie mal. Die war schon beim letzten Mal so sympathisch, ne? Hm. Gut. Boot sieht schlecht aus. Jetzt mitten ins Spikes-Gebiet zu fahren, ist vielleicht auch nicht so klug. Mostrans. Und Trolli sprach, du hast eine Gruppenconnection namens Band Community, die ja, du hast völlig recht. Sinnlos ist. Natürlich, die machen Stoner Rock. Ich weiß auch nicht, warum bei mir Bands. Egal. Stoner Rock und der eine. Das eine Girl. Das eine Girl nämlich. Nein, ich such gerade keinen Namen raus. Milka. Milka? Ja. Also die Fatima, ne? Hm? Ja, die Fatima, die arbeitet doch bei Mostrans. Sehr gut. Die arbeitet jetzt nicht dort oben bei Mostrans, aber die arbeitet auch sowas von bei Mostrans. Naja. Was heißt, die arbeitet schon da oben, aber die wohnt da nicht. Gut. Dann, guckt Jojo, dass ihr die in die Finger kriegt. Schreibst du eine Textnachricht? Nö, ich ruf sie an. Okay. Also wird es dann schon ein bisschen später am Abend sein, weil, naja, du musst ja warten, bis irgendwann mal kommt und bla, das ganze Rumtelefonieren hat ja eine Weile gedauert. Bla, bla, bla. Hi. Hi. Ah, du bist, ja, ich weiß, du kriegst noch eine Flasche Schädelspalter. Aber sowas von. Meine Quelle ist ausgetrocknet. Ist nicht mit so meiner schlimm, Quelle ne? meine ich meine Kehle und da musste ich was dagegen tun und irgendwie hat sich eins zum anderen geführt und pass auf, hast du Zeit? Ja. Cool, dann wo treffen wir uns? Na, komm doch einfach zu mir. Dann komme ich zu dir, bis gleich. Lohnsklaven sind so ahnungslos. Mhm. Wo wohnt die? Weißt du. Wo wohnt die? Die wohnt in. Nicht im Gefahrengebiet, ja? Auf keinen Fall im Gefangengebiet, gut, die wohnt in Donskoy. Dann fährt Jojo hin. Sehr gut. Lohnsklavengebäude, modernisiert vor nicht allzu langer Zeit. Altbau, was nicht oft der Fall ist. Die Decken sind sogar noch so hoch wie früher, kostet also ein bisschen mehr. Bliblablub. Schöner Stuck, richtig schöner Stuck, Junge. Leben relativ künstlich. Viele Leute bei. Was soll an Stuck nicht künstlich sein. Ist na, künstlich. Es gibt einen alten Stuck und es gibt den Stuck, den man sich nachträglich an die Decke kleben kann. Ja, natürlich ist der nachträglich an die Decke geklebt, Alter. Und weil ich sage russischer Kitsch, sage ich Blumen, Engel und noch was in der Richtung. Schnörkel. Schnörkel, sehr schön. Marmorton, ebenso wie der Boden, überall. Relativ viele Monstrans Leute leben da. Dann klingelt Jojo bei Fatima und wenn sie hochgelassen wird, humpelt sie hoch. Gut. Sie war an der Tür und sie drückt dir erstmal so eine schöne Flasche Schädelspalter in die Hand. Weißt du, was Schädelspalter ist? Ich hab keine Ahnung, aber es klingt eklig. Lakritz-Schnaps. Alles klar, dann weiß ich, wovon du redest. Er trägt seinen Namen durchaus zurecht. Ja, auch ich habe schon Erfahrungen mit Lakritz-Schnaps gemacht. Sagen die Leute immer, bis sie mal Schädelspalter getrunken haben. Hey. Na hi, komm rein. Willst du irgendwas trinken oder ich hab eine Pizza? Irgendwas, mir egal. Du bekommst Wasser mit Kohlensäure.
Ja, bringt sie dir und setzt dich dann hin. Pass auf. Du arbeitest bei Mostrans und kennst eine Menge Leute. Du kennst bestimmt auch eine Menge Leute, die oben in Schafrino wohnen, oder? Im Norden? Nee, ist eine andere Abteilung. Ich bin bei Mostrans Industries und die da oben sind meistens bei Bikes Unlimited. Alles klar. Oti, wo haben die denn ihre Produktion? Das weiß Julian, und ich kann sie auch fragen. Wo die Produktion haben, die sind fast alle in Bergovol, diesem riesigen Industriegebiet. Weißt du, Ah, deswegen gibt es ja überhaupt in Scheiße. Schofrino da oben normale Menschen. Da ist alles, was Dreck macht. Ach Viel so, Dreck. ach, das ist alles da oben in Schafrino, oder was? Nee. Nee, Hä? nicht in Schofrino, sondern in dem Stadt. Ich muss mal kurz die Karte aufmachen. In dem Komm mal kurz Stadtteil. die Karte aufmachen, sonst bin ich nicht verwirrt. Moskau Nord, da ist es doch. Also. Hast Ah, du. da ist das. Okay. Ha, Ganz cool. Bergowoi ist eigentlich nur richtig harte, brutale, fiese Industrie. Da kommt man aber auch problemlos rein, ne? Jein. Sag mir jetzt nicht, da muss ich jetzt auch wieder durch irgendwelche Kontrollgrenzen. Nicht per se, aber wenn du Stress machst, wirst du schnell rausgezogen, denn die Konzerne möchten einfach keine Störung ihrer Betriebswege. Das Bergowoi ist der Teil, wo die meisten, nennen wir sie mal Shadowrunner, richtig hart ne, engagiert werden. Bloß ihr nicht, weil ihr schwach seid. Ich bin unschuldig und klein. Wer würde mir denn zutrauen, dass ich irgendwie Ärger mache? Und du hast ein riesiges Industriemechanik-Kit in deinem Auto. Ja, das passt. Das Ding war dort. Ah, genau. Nee, passt. Und ich habe noch einen Ich Blaumann. sag, also sagen wir es mal so, wenn du halt Stress machst, dort sind sie verdammt fix bei dir und machen dich hart kaputt. Aber durchfahren funktioniert, solange du nicht zu hart, zu nah an die Sachen kommst, die halt wichtig sind. Ach Quatsch, ich will doch nur mit den Leuten reden. Oh Gott, das sind Sachen, die wichtig sind. Ich kann sie nicht Jojo aussetzen. Das sind doch alles normale Menschen, Junge. Ja, also, so. Die arbeiten alle in Bergovol, sagst du. Alles klar. Okay, da kennst du dich vermutlich auch nicht aus, ne? Na klar, dort arbeite ich ja auch. Ah, sehr schön. Wie sieht denn das da aus? Kann man da mal mit den Leuten reden? In einer Pause oder irgendwie sowas? Ist sowas drin oder ist das eher nicht so der Fall, sondern eher nach Feierabend? Na, kommt halt krass drauf an, welche Abteilung und dann welches Gebäude und bla, aber ich glaube, nach Feierabend hast du mehr Chancen. Nach Feierabend habe ich mehr Chancen. Weißt du, wie da die Schichten sind? Kommt wieder drauf an, je nachdem. Aber kriege ich alles raus? So ist es nicht. Das wäre total super, wenn du das rauskriegen könntest. Ich muss nämlich unbedingt mit ein paar Leuten sprechen. Sie zwinkert dir zu. Na klar, mit ein paar Leuten. Wie heißt der? Das wirst du vielleicht später noch erfahren. Jojo zwinkert zurück. Es ist alles ein bisschen gezwungen. Was? Ja. Habe ich jetzt ja auch nicht gemerkt. Ich habe mich von dir täuschen lassen. Aha. Bin halt gut. Ach so, ja, weil ja dein bester Freund tot ist, ne? Ach, Ach so, ja, so richtig hart zerlegt von dem Gift auf die unehrenhafteste Weise abgekratzt, während du auf einem Goa-Festival. So war das, Entschuldigung. Poh, war mir fast entgangen. ah. Haha, Mumu. Mu. Nee, aber kommt halt dann drauf an. Also, ich brauche schon einen Namen. Oder zumindest welches und so. Wenn du weißt, wo er arbeitet, ist auch kein Ding. Na, ich weiß nur ungefähr, wo er wohnt, deswegen. Puh. Das wird schon anstrengender dann. Nein, Sascha. Aber ich glaube, das hilft alleine nicht viel weiter. Ja, Sascha, das haben wir auch nur 700 Mal. Ja, siehst du, genau das ist nämlich mein Problem. Wo wohnt er denn? Jojo nennt ihr jetzt ein Gebiet, das im Spikes-Gebiet liegt. Eine Straße, irgendwas. Nicht Straße, aber so eine Art, ne, so ein Bereich. Sagen wir es mal so, Irgendwo du da in der wirst Nähe. etwas, genau, etwas weiter außerhalb des Spikes-Gebiets, weil, ne? Hä? Rabutnik wohnt bei Rabutnik und bei den Spikes und Mostrans ist ein bisschen außerhalb des Spikes-Gebiets, aber noch nah dran halt. Gut. Du nimmst das Beste, was du kriegst, das verstehe ich schon. Ja. Sondern muss ich halt mit Rabutnik-Leuten reden. Wie man an die rankommt, weiß ich ja. Hi, ich bin die lang verschollene und nicht verstorbene Kronerbin. Wollen wir uns kurz unterhalten? Du kriegst ein Autogramm. Dann wird sie die also auch noch töten. Das ist ja alles wunderbar. Das passt mir. Oh, ganz zufällig kriege ich das jetzt doch nicht hin. Tut mir leid. Also nein. Gib mal zwei Hunis. Jojo gibt dir zwei Hunis. Alles klar, kriegst du in ein paar Tagen Bescheid. Danke. Aber ich krieg die Exklusivrechte vom ersten Date.
Alles. Klar. Cool. Ihr seid alle solche Tratschtanten, ist euch das eigentlich klar? Sie blickt dich irritiert an, es ist nicht ganz sicher. Ich meine, sie macht Stoner Rock. Ob sie dich vielleicht mit jemandem verwechselt die ganze Zeit, aber egal. Wieso? Letztes Mal haben wir uns doch super lange. Du bist doch gar nicht besser. Hör aber auf. Hä? Jetzt tu nicht so. Wir beide. Oh ja, 2 Stunden. Wann? Na, letztes Jahr im November. Und danach glaube ich auch nochmal irgendwann. War ich da betrunken? Jetzt tu nicht so. Alles klar. Kann sein. Klingt nach mir. Okay, also ich krieg dann Bescheid, sagst du. Na klar kriegst du das. Das wäre super, ich muss nämlich noch woanders hin. Dann, ja, danke erstmal und wir sehen uns dann. Wir können dann ja nochmal irgendwas zusammen trinken gehen oder so, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Klar. Scheiße, du bist so ruhig, du bist total verknallt. Wäre Jojo ein Hund, würde sie jetzt knurren. Und was würde sie tun, wenn sie Jojo ist? Die Fäuste kurz ballen und eine Erwiderung runterschlucken, die jetzt sehr unangebracht wäre. Ich höre. Was passiert in ihrem Kopf? Komm schon, gib's mir. Nein. Gib's Alex. Nein. Mano, okay. In den letzten Typen, in den ich schwer verknallt war, den hat's volle Kanne vergiftet, Junge. Hä? Davon wüsste ich aber. Ich habe jetzt deine Erwiderung in deinem Kopf zurückgegeben, weil du ja offenbar nicht mitspielen willst. Also, gut, du willst dann unbedingt weg. Ja, die ist ja gerade zu anstrengend. Jetzt weißt du mal, wie das ist. Und ich weiß, ja. Den Satz habe ich schon mal gebracht. Ich also. Weiß, und ich verstehe sie alle. Finde ich mir gut. Ist Jojo auch manchmal zu anstrengend. Ich kann mir das vorstellen, aber jeder sucht sich sein Leid selbst aus. Was willst du tun? Überlegen, wie sie an Rabotnik-Mitarbeiter rankommt. Na dann, viel Spaß. Danke. Irgendwo arbeiten die da doch auch. Keine Ahnung, nee, kann sie jetzt erstmal nicht viel tun. Wahrscheinlich wird sie jetzt erstmal zurückgehen und wird mal gucken, ob irgendwie, weiß ich nicht. Na, sie würde erstmal zurückgehen. Sie war jetzt lange noch unterwegs. Das ging schnell. Wer ist denn dran? Also, was steht denn auf dem Dings? Fedor. Er? Sie geht raus. Hast du Zeit? Mhm. Können wir uns treffen? Wenn du willst. Soll ich zu dir kommen? Doch, komm zu mir. Gut. Gib mir eine Dreiviertelstunde. Klar. Bis gleich. Sie legt auf. Dies ist ein Outro. 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 Sie hörten Scheiße. Stimmt. Ich hab Jego umgebracht. Ich hab Jego umgebracht. Du musst es auch wieder gerade biegen. Du musst es auch wieder gerade biegen. Oh, dafür hab's Billy, würde ich sagen. Also, mach ich auch nicht. Faule Sau. Ich finde, es ist einfach schön, wenn Jojo auch mal zwischendurch ein bisschen ruhiger und ein bisschen gesetzter ist und finde ich das... Oh, sie ist gerade sehr ruhig. Ja, die kommt halt jetzt auch langsam in die Jahre und da kann man das dann mal machen. Reihenhaus, Kind, Freund tot, also was wüssten wir? Reihenhaus, Kind? Weißt du Dinge, die ich nicht weiß? Ach so, stimmt. Sie kann ja keine Kinder mehr kriegen, selbst gewählt. Hä? Selbst gewählt kann sie das schon noch. Ja, dann müsste sie doch ihre Bio... implantierte Vagina jetzt irgendwie umbauen. Nee, umbauen lassen. Nicht. Du hast gesagt, dass das jetzt damit geht, weil es die Edition ist, wo sogar das theoretisch funktionierte. Achso. Damit sie teuer genug ist. Achso, ja, natürlich. Das habe ich natürlich gesagt. Dann funktioniert das ja auch noch scheiße. Aber du kannst keine ungewollten Kinder mehr kriegen. Weißt du eigentlich, dass du damit ins eigene Fleisch geschnitten hast? Und ich sage dir auch gerne, warum. Super.
Ja, Jojo kann jetzt nicht mehr einfach so schwanger werden, bis du was anderes sagst, was du tun wirst. Also kannst du zu viel weniger Gelegenheiten irgendwelche Abtreibungsfötenwitze machen, die du ja so selten tätigst. Ich kann immer Abtreibungs- und Fötenwitze machen. Ja, aber das ist dann einfach nicht dicht und deep und überhaupt nicht zu uns passend, weil wir immer überhaupt nicht vom Thema abkommen. Nee, der Fötus war mal deep, jetzt ist er nicht mehr. Und dicht ist er jetzt auch nicht mehr. Aha, Mumu. Das war schon, okay. Kann man machen. Doch, der könnte dicht sein, wenn du ihn mit einer, mit so Druckluft zusammen, nee, komm. Glibber. Die Intro- und Outro-Musik ist neu und das ist das Diablo Swing Orchestra, was Flomi sehr gut ausgewählt hat von Yamendo. Der Link müsste dann, lieber Düs, bitte, der Link müsste dann in der Videobeschreibung wie immer sein und das Lied ist Balrog Boogie. Hast du eigentlich den Albumnamen im Kopf, Nena? Nee, im Kopf habe ich den jetzt auch nicht. Ja, aber ich gehe immer davon aus, dass Leute googeln können. Es könnte sogar sein, dass ich das jetzt gleich sogar sagen kann. Flummi kann googeln. Kann ich doch nicht sagen. Ha, so ein Pech. Ja, Flummi kann nicht googeln. Ich muss jetzt seine Ehre retten, warte. Ah, ist doch egal. Das sollen die Leute selber nachgucken. Die können auch mal Arbeit da reinstecken. Die haben ja genug Zeit während des Hörens. Gut, die White Russians laufen unter der Creative Commons Attribution License, weiß ich nicht, 3.0, glaube ich, war's. Irgendwas mit 3. Ja, es gibt nur das 0.0 von daher. Das bedeutet so viel wie, um mal Düses Rolle zu übernehmen. Ihr könnt gerne Teile unserer Materialien verwenden. Wenn ihr das tut, dann gebt nur bitte die Quelle an, woher ihr es habt und lasst es unter derselben Lizenz laufen. Und ihr müsst die Musik dann übrigens auch nennen. Und das genau. Album heißt The Butcher's Ballroom, dass wir das vergessen haben, das passt so gut. Ach ja. Ich hab noch zwei Dinge. Vielleicht das Schöne ist, ich habe schon davon gehört, dass man jemanden das Blut in den Adern gefrieren lassen kann, dass man es zum Kochen bringt. Na doch, nur wenn man jemanden sehr provoziert. Hast du nie Vampire gespielt? Doch, ich habe Vampire gespielt. Stimmt, das waren hier Assamiten, die konnten das, ne? Mhm. Ich habe noch hier ganz kurz, und zwar, pass auf. Jo. Hidden Grid hat was Neues. Draußen, also Run, Go und South, machen die weiter, Gun, South, egal. Habe ich noch nicht reingehört, ist aber auf jeden Fall eigentlich immer geil. Und was wir, weißt du, wofür wir noch nie Werbung gemacht haben? Liebe Flummi, du kennst doch sicherlich Gamers. Natürlich kenne ich Gamers. Und du kennst doch sicherlich auch Gamers 2 und 3. Ich kenne auch Gamers 2 und 3. Oh, das ist einfach super. Ist ja auch Journey Quest ein Begriff? Auch ich habe Journey Quest gesehen. Und das ist alles ziemlich cool. Und die Typen, die das machen, die sind ja richtig hart professionell geworden, die Leute. Das sind Professionelle. Na, ich meine, die... Ja, die kriegen Geld dafür, von daher passt das. Nee, das ist der YouTube-Kanal, wo sie es auch hochladen, Zombie Orpheus Entertainment. Und da haben sie halt den ganzen Scheiß, den wir gerade benannt haben. Und sie haben halt was Neues, was auch mit Rollenspiel ist. Ich habe die erste Folge gesehen, das sind irgendwie 8 Minuten. Das ist super witzig, finde ich. Da könnte man auch mal, also mir macht das immer Spaß. Und wer Gamers 1 nicht kennt, weißt du, es gibt Grenzen, ne? Ja, es ist... Das kann man durchgehen lassen. Aber wegen, was mir nämlich gerade auch noch in meinem wirren Hirn einfiel, mein Mitbewohner meinte heute, das ist sehr wichtig. Auch deswegen, weil hier Leute können nicht googeln und so. Mehrere Millionen Menschen in Deutschland, ich habe die genaue Zahl vergessen, haben noch ein AOL-Abo und bezahlen dafür, glaube ich, 20 Euro im Monat, weil sie keinen Bock hatten oder es vergessen haben, abzubestellen. Liebes Alex, guck doch mal, ob du das auch hast. Und wenn ja, dann sollst du dich aber auch richtig hart verprügeln. Also ich meine, jetzt mal ernst im Ernst. Ich habe ja nichts gegen dich, aber das geht wirklich nicht. Guck mal nach. So, ich muss jetzt noch irgendjemanden ein bisschen beleidigen. Ich glaube, wir können jetzt Schluss machen. Warum musstest du noch jemanden beleidigen? Du hattest doch heute genug Möglichkeiten, deine sadistischen Adern, deinen sadistischen Anwandlungen freien Lauf zu lassen. Beleidigung ist doch aber nicht Sadismus. Ich meine, jetzt, wo wir dem Kind einen Namen gegeben haben, muss ich auch bereit sein, es anzuscheißen, oder? Nicht zu verwechseln mit anzukacken. Scheiße. Na, anscheißen ist ja auch böse. Ja, guck mal Movie 43. Oh, schöner Film. Gut, tschüss. Tschüss.